guter Herr Bürgermeister Otto. Grüß Sie. Haben Sie eben auch in der Menschenkette mit drin gestanden? Ja, wir haben hier vor über dem Antonhospital gestanden und war schon beeindruckend, muss ich sagen. Ja. Ich habe gerade gehört von einigen, die hier waren, so im Hintergrund, dass es auch schon positive Ergebnisse gibt. Ja, kurz vor der Menschenkette, bevor wir das gemacht haben, hat Herr Fischer, der Geschäftsführer des über dem Antonhospitals, auf WDR Lokalzeit ein Interview gegeben und hat dort im Namen der katholischen Kliniken im Kreis Kleve eine Bestandsgarantie für das Kocher Krankenhaus für die nächsten Jahre abgegeben. Zusätzlich den Hinweis angebracht, dass nach Ostern, nach den Osterferien, wird es eine Aufsichtsratssitzung geben, in der ein Beschluss gefasst werden wird, welche Hauptabteilung hier aus Kleve nach Koch verlegt wird. Ja. Und damit dürfte natürlich mittelfristig eine Bestandsgarantie für das Kocher Krankenhaus gegeben sein. Ich habe allerdings gesagt, man mag mir verzeihen, dass ich nicht mehr so sehr leichtgläubig bin und ganz gerne dies auch schriftlich hätte. Alles, was man dann so im Tresor weggesperrt hat, das glaube ich dann auch. Nein, ich bin guter Dinge und ich hege auch an den Worten von Herrn Fischer keinen Zweifel. Aber wie gesagt, wir haben natürlich auch jetzt im Ablauf zu viel erlebt, sodass ich also schon ganz gerne das auch testiert hätte. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass das Kocher Krankenhaus denn auch finanziell langfristig mit dieser Vereinbarung überleben kann? Ja gut, das weiß ich nicht. Ich kenne diese betriebswirtschaftlichen Zahlen nicht. Ich war gerade noch mal im Krankenhaus bei Herrn Fischer und habe auch noch mal deutlich gemacht, dass ich einfach davon ausgehe, dass jetzt vernünftige Menschen sich zusammensetzen und jetzt nicht nur in Aktionismus irgendwas hierher verlegen, wo man dann nach 2 Jahren sagte, das ist alles Quatsch, das hat nicht funktioniert, sondern muss natürlich, aber da gehe ich auch von aus, dafür steckt einfach dahinter viel zu viel Geld, dass man jetzt sehr seriöse betriebswirtschaftliche Daten und Fakten sammelt, um dies hier auch zu stabilisieren. Ob das auf Dauer oder ewig so weitergehen wird, weiß ich nicht, sind alle keine Hellseher, aber ich denke, für einen gewissen Zeitraum mittelfristig wird das schon durchaus machbar sein. Ich denke, was heute deutlich geworden ist, dass die Kocher sehr sensibilisiert wurden zu dem Thema. Ja, deshalb bin ich ja auch sehr frühzeitig da draußen gegangen. Man hat mir immer vorgeworfen, ja, es gibt doch keine Beschlüsse und hin und her. Nur ich sage immer, wehret den Anfängen. Und wenn erst Beschlüsse gefasst sind, die zu revidieren, ist unglaublich schwer. Deshalb, in meinem langen Berufsleben, in meiner langen politischen Laufbahn, habe ich gelernt, dass man frühzeitig etwas dagegen unternimmt und wirklich versucht, über den öffentlichen Druck hier Dinge zu beeinflussen. Ja. Das ist, glaube ich, okay. Schönen Dank. Schönes Wochenende. Danke gleich. Einen wunderschönen guten Morgen oder vielleicht sagt man auch schon Mahlzeit. Das war jetzt eben wirklich 11:55 und 5 tolle Kocher Minuten. Also die Reihen waren geschlossen, teilweise 2- und 3-lägig, sage ich mal. Und seid ihr zufrieden? Ihr seid ja die Initiatoren des Ganzen. Ich glaube, wir alle in Koch können zufrieden sein mit dem, was heute auf der Straße passiert ist. Und das war das, was im Grunde genommen wir alle gewünscht hatten. Das war ein sehr äußerst eindrucksvolles, friedliches und aber sehr ausdrucksvolles Zeichen im Hinblick auf die Erhaltung und den Weiterbestand des Wilhelm-Anton-Hospitals in Koch, und mit der man sich im Grunde genommen bei der Kocher Bevölkerung, die sich in einem unwahrscheinlichen Umfang solidarisiert hat, nur sehr, sehr großen Dank aussprechen kann. Also wir sind rundum zufrieden. Okay. Möchte noch jemand von euch was sagen? Ich möchte gerne auch was sagen. Wir der ACK, die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, haben ja aufgerufen zu dieser Aktion mit anderen Verbänden zusammen. Und für uns war klar, dass viele Menschen kommen würden. Das heißt ja nicht umsonst Koch miteinander statt. Und das heißt ACK, Arbeitsgemeinschaftlicher Christlicher Kirchen im Kocher Land. Das heißt nicht nur Koch, alle Orte um Koch herum sind, gehören auch dazu. Und das hat man heute eindrücklich gesehen, dass viel mehr Menschen da waren, dass es ihnen wichtig war zu zeigen auch, dass der Erhalt des Wilhelm-Anton-Hospitals für Sie sehr wichtig ist. Und dabei möchte ich mich bei dieser Gelegenheit bei allen auch herzlich bedanken. Auch alle, die geholfen haben, dass dies so gelingen konnte. Ne? Dankeschön. Ich habe das Gefühl gehabt, jetzt unterwegs, ich bin mit dem Fahrrad darauf vorbeigefahren, dass die Leute wirklich eine gute Stimmung hatten. Es war richtig gute Laune und die Menschen waren sehr engagiert. Ja. Möchte noch jemand? Ja, wir hatten ja Dienstagabend zu der Versammlung eingeladen
und wir hatten ungefähr 23 Vereinsvertreter da, die sich auch offiziell eingetragen haben in die Liste. Und ich glaube, heute waren wesentlich mehr Leute und mehr Vereine da, auch aus den Orten um Goch drumherum. Ich habe gerade Zahl gehört, es waren ungefähr 5000 Leute da. Das war ja doppelt so viel, wie wir eigentlich gebraucht hätten. Schon toll. Okay. Dank an alle Gocher, die da aufgestanden sind. So, wir haben noch eine abschließende Mitteilung für die Gocher, die sich heute an der Menschenkette beteiligt haben. Ja, ich habe eine Mitteilung, und zwar hat die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen am 7. September einen großen Open-Air-Gottesdienst an den neuen Gochaniers-Wellen. Und als Dankeschön auch für diese Aktion und auch für dieses gute Ergebnis, was wir heute erzielt haben, würde ich jetzt schon dazu herzlich einladen. Okay, schönen Dank. Bitte.